vorbei und bitten, es weiter zu versuchen. Kommt ihr nach Hause? Ja, wir sind auf dem Weg. Entschuldige bitte, ich hab dich nicht gesehen. Ui, Kakaya, die Krasive. Nein, entschuldige bitte, sei mir nicht böse, ich hab dich nicht gesehen. Ja, du Prost. Entschuldige, es war keine Absicht. Schon gut, nichts passiert. Keine Ahnung, was der Junge von mir... Ja, vergiss es, halt einfach Abstand, dann passiert nichts. Nee, ist nicht so sein Ding. Ich bin halt etwas ungeschickt, tut mir leid. Willkommen im Club. Willst du dich einschreiben? Nein, ich denke nicht. Oh, wir müssen zur Probe. Ja. Hast du? Ciao, mach's gut. Du bist hübsch. Ach, danke dir. Nein, ich danke euch dafür, dass ihr mich unterstützt habt mit der Sache mit dem Video und so. Das ist doch das Mindeste, was wir tun konnten. Das Schlimmste ist Ludmila. Sie ist eine Schlange. Wenn du wüsstest, was sie mir schon alles angetan hat. Puh. Im Ernst? Und mit Thomas? Alles in Ordnung, oder? Ja, alles super mit Thomas. Jetzt, wo alles wieder gut ist, du magst ihn, ja? Ja. Ich helfe ihm sogar bei den Vorbereitungen für die Prüfung. Wir üben Klavier und so weiter. Ah, schön für ihn. Du bist nicht verliebt in ihn, oder? Nein. Dann ist ja gut. Nein. Und gefällt er dir? Nein, das hat nichts damit zu tun. Ich habe ein Klavier zu Hause, deswegen helfe ich ihm und so. Ja, und du, spielst du schon lang? Nein, noch nicht so lange. Es war das Klavier von meiner Mutter. War? Ja. Bitte verzeih mir, dass ich gefragt habe. Nein, ist schon in Ordnung. Trotz allem, ich mag dich richtig gern. Hä? Wieso sagst du trotz allem? Ich meine nach all dem, was du über mich gedacht hast, wegen Ludmila und so. Verstehe. Zwischen uns ist alles in Ordnung. Danke. Es war, dass ich die erste Freundin bin, die bei dir zu Hause ist? Genau so ist es. Und Freunde? Niemals. Und Thomas? Was ist mit Thomas? Bitte, sag mir die Wahrheit. Gefällt er dir oder nicht? Ich sehe doch, wie du ihn anschaust. Nein, er gefällt mir wirklich nicht. Ich habe es dir doch schon gesagt. Nein, echt nicht. Sicher? Ja. Hundertprozentig? Ja. Freundschaftsehrenwort? Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie unglaublich erleichtert ich bin, weil er hingegen steht total auf dich. Und wenn er dir gefallen hätte, hätte ich nur Chance. Aber so? Ich habe nur noch ein Problem. Das ist Ludmila. Ich muss alles tun, um zu verhindern, dass sie ihn in ihr Spinnennetz lockt. Hast du gesehen, wie sie ihn verfolgt? Unglaublich. Da bekommt man ja richtig Entenhaut. Gänsehaut. Was? Nichts. Wie schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich freue mich so, dass ich dir vertrauen kann. Mach dich nicht so fertig. Soll ich mich etwa freuen? Ich blick da nicht mehr durch. Ich weiß, dass Thomas was für mich übrig hat. Das bilde ich mir doch nicht ein. Er hat ein Lied für mich komponiert. Eindeutig, er hat mich angesehen und es geschrieben. Und außerdem erzählt er mir von sich. Er kommt ständig zu mir, weil er in meiner Nähe sein will. Keine Ahnung. Und warum machst du dich dann so fertig? Wegen Ludmila. Ich bin doch nicht blind. Ludmila ist attraktiv und hinterlistig. Ich hoffe, Thomas ist nicht. Denkst du, wen er mag? Mich oder Ludmila? Ich verstehe schon. Du sagst nicht, dass er Ludmila mag, um mich nicht zu verletzen. Nein. Manchmal glaube ich, dass Thomas niemanden gerne hat. Niemanden. Wieso sagst du sowas? Hör einfach nicht hin. Dir geht's nicht gut und dann geht's mir auch nicht gut. Und ich male alles schwarz, aber alles ist in Ordnung, ja? Ich kann von Glück reden, eine Freundin wie dich zu haben. Hallo. Du denkst bestimmt, ich bin egoistisch und dass mir Yumix zu Kopf gestiegen ist und dass ich nur noch an mich selbst denke. Aber ich schwöre dir, so ist es. Du kannst sicher sein, dass du noch nie so daneben gelegen hast. Alles okay. Ich kann zwar nicht gerade behaupten, dass ich glücklich war, dass du nicht zu meiner Party gekommen bist, aber ich weiß, du hast alles versucht. Schon gut, ich habe meine Mailbox abgehört. Ja? Wieso bist du nicht rangegangen? Ich habe das Handy im Partysaal vergessen. Okay, also Freundinnen für immer, du bist nicht so... Freundinnen für immer. Und du wolltest diesen Song zusammen mit mir und Kami singen. Wir haben ihn so oft geprobt. Ja, ich weiß. Aber ich habe gedacht, wir können ihn vielleicht in der Yumix-Show singen.
Ja. Und was war das für ein Song, den du gesungen hast, als ich reingekommen bin? Das ist unglaublich. Echt witzig, was mir immer passiert. Ich bin schlafen gegangen und dann habe ich von diesem Text geträumt. Hier, sieh mal. Ein kleiner Zungenbrecher, aber er ist gut. Der ist wirklich gut. Ja. Ich finde, du solltest öfter träumen. Entschuldige, ich hab dich lieb. Ist schon gut. Meine Stimme ist wieder da. Was? Was? Gut Ding will Weile haben. Langsam. Langsam, Schritt für Schritt. Alles wird gut, Willow. Ja. Ehrlich, ihr wisst nicht, wie glücklich es mich macht, euch als Freundinnen zu haben. Für euch ist es vielleicht normal, Freunde zu haben und Leute von klein auf zu kennen. Aber ihr seid meine ersten richtigen Freundinnen. Und die besten Freundinnen. Wisst ihr, wie toll es ist, aufzuwachen und so glücklich zu sein? Und dann noch die Freude mit euch zu teilen? Ehrlich, ich hab euch wirklich, wirklich lieb. Wir haben dich, auch. Dich auch lieb. Latido de tu corazón, sabes que lo puedes escuchar junto al mío. Wir sind zusammen, okay? Und das bleiben wir. Nichts und niemand bringt uns auseinander. Nicht mal die Entfernung. Weißt du das? Ja. Ich hab euch doch gebeten, nicht zu kommen, Leute. Na dann, es ist soweit. Ich wollte euch noch sagen, nicht zu sagen. Ich bin sicher, dass ich im Namen von uns allen spreche. Du hast unser Leben verändert, Fran. Mit deiner Freundschaft, deiner Freundlichkeit, mit deinem Lächeln. Du hast uns zu besseren Menschen gemacht. Zu viel besseren Menschen. Wir werden dich unheimlich vermissen. Das werde ich auch. Und was ich mitnehme, ist die Liebe der besten Freunde und Mitschüler, die man sich nur wünschen kann. Hab dich lieb. Ich dich auch, Camille. Oh, du musst mir sowas von fehlen. Du mir auch. Hab dich lieb, Fran. Hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch. Wir haben uns mitten in Madrid verlaufen. Was sollen wir jetzt tun, schon Fran? Gut. Kannst du dich ein bisschen Nein, ich beruhigen? Kann mich nicht beruhigen, Francesca. Die Lösung ist doch ganz einfach, Willow. Wir müssen nur Diego oder Leon auf dem Handy anrufen.
Dir ist schon klar, dass keine von uns beiden ein Telefon hat, oder? Es gibt doch Telefonzellen. Los, wir suchen eine. Ja, gute Idee. Oh nein, ich kann ihre Nummer nicht auswendig. Ich habe sie mir nie gemerkt. Ich drücke auf die Kurzschalttaste und... Heißt das, du weißt weder die Nummer von deinem Freund noch von deinem Ex-Freund auswendig? Ah, und du weißt bestimmt Markus' Nummer auswendig. Selbstverständlich. Und wie lautet sie? Na? Zwei. Vier. Vier. Darum geht's jetzt nicht, Violetta. Lass uns die Jungs suchen. Gut, gehen wir. Ja? Ja, los. Ich kann nicht mehr fahren, ganz ehrlich. Ich kann nicht mehr gehen. Gehen wir zurück ins Hotel. Ja, gute Idee. Gut, dann nehmen wir ein Taxi. Du weißt, wie unser Hotel heißt, oder? Nein, aber du weißt die Adresse. Nein, ich habe keine Ahnung, Francesca. Sag, dass das ein Witz ist. Du hast doch mal in dieser Stadt gelebt, oder? Ja, Francesca, ich habe hier gelebt, aber mit meinem Vater. Ich durfte nicht mal um die Ecke gehen. Ich weiß auch die Adresse von dem Haus, in dem ich gewohnt habe, nicht. Na gut, weißt du was? Jetzt sind wir wirklich verloren. Kann ich euch helfen? Hey, wie läuft's? Wir sind eben hier vorbeigelaufen. Wieso denn? Weil wir nach einem Proberaum suchen. Hä? Ja. Ja. Was ist? Yes. Ja, genau. Yeah. Wir haben gerade einen krassen Song gehört. Super cool. Ihr habt ihn gerade gespielt. Ihr kennt diesen Song? Na klar, Alter. Jumix. Wollt ihr etwa ein Autogramm haben? Nein, falsch gedacht, Schwester. Wir dachten bloß, das hier wäre ein Proberaum, richtig? Korrekt. Yeah. Nein, das hier ist kein Proberaum. Das ist meine Garage. Hin und wieder proben wir hier. Ah, ich bin Leon. Hi. Das sind Maxi und Andres. Alles sehr recht, Maxi und Andres. Gary, bist du auch in der Band, oder? Nein, ich bin mit den Jungs befreundet. Und ihr? Ja, das sind ja, wir na auch. Klar, wir sind Bestie. Klar. Wir sind beste Freundinnen. Woo! Ich wollte euren Namen wissen. Er wollte unseren Namen wissen. Interessante Frage. Sag du ihm doch, wie wir heißen. Sie heißt Fausta. Fausta? Faustita für ihre Fans. Und sie heißt Rosa. Rosa? Nein, alle nennen mich Roxy. Wenn du willst, kannst du mich auch Roxy nennen. Schöner Name. Na gut, Fausta und Roxy. Sehr erfreut. Was ist denn, was... Kennen wir uns irgendwoher? No! Das ist völlig unmöglich, weil es einfach unmöglich ist. Wir sind noch gar nicht lange hier in der Stadt, verstehst du? Hör mal, Roxy, ich glaube, wir müssen jetzt langsam los. Wir suchen dringend einen Proberaum. Na klar, keine Zeit verlieren. Ja, ja. Na dann, tut mir leid, dass das hier nicht das Richtige für euch ist, aber ich wünsche euch Glück bei der Suche. Oh, super. Bye, bye. Du bist komplett durchgeknallt und ich offensichtlich auch, denn ich habe dich begleitet. Hast du gesehen, wie sie ihn angeguckt hat? Ich meine, das war doch ganz eindeutig, das war... Sie hat ihn doch total verliebt angesehen. Das ist doch nicht zu fassen. Wenn ich das nächste Mal in diese Garage gehe, dann werde ich... Nein, Violetta, hör zu, du wirst nicht wieder hingehen. Und wieso? Merkst du das denn nicht, Vilo? Letztes Jahr warst du doch super sauer auf deinen Vater. Und wieso? Weil er sich verkleidet und dir nachspioniert hat. Genau das machst nein, du gerade nein, mit nein, Leon. Nein, das ist nicht zu vergleichen. Nein, und wieso nicht? Na, weil mein Vater ein Erwachsener ist. Er hat mich, seine eigene Tochter, getäuscht. Das ist was ganz anderes. Na schön, aber du täuschst doch gerade Leon und das ist dein Freund. Halt, Francesca, Leon ist nicht mein Freund. Da ist nichts zwischen uns. Du liegst falsch. Diego, schnell, versteck alles. Diego? Versteck alles schnell. Er ist da hinten, bevor er kommt. Was, Violetta? Sag bitte, dass das nicht stimmt. Wieso macht dich das so nervös, Francesca? Es ist doch super, dass Gregorio uns ausgewählt hat. Er hat nicht uns ausgewählt, sondern sie. Hörst du? Ja, aber das sind doch wir, Fran. Das läuft auf selber raus. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle und ich mach damit Schluss. Ich weiß, warte. Ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass du mir nicht mehr helfen willst, aber ich muss noch mal in die Garage. Wozu denn? Um zu proben. Und da ist noch etwas, was du nicht weißt. Was? Da ist noch was? Nein, Leon will mit mir ausgehen. Ich verstehe. Wieso reden wir denn überhaupt noch? Vergiss einfach das mit Roxy und geh mit Leon aus. Ja, mit mir, mit ihr natürlich. Mit wem? Mit ihr, mit wen ihr. Wen bist du denn? Roxy. Roxy. Du musst mich begleiten, Fran. Wir können jetzt nicht einfach aufhören. Ach. Wenn er mich für immer vergessen haben sollte, dann schwöre ich dir, dass ich sofort alles beende. Aber... Bitte, Fran, du darfst mich jetzt nicht hängen lassen. Fran, bitte. Nicht dieser Blick. Bitte, ich flehe dich an. Ich begleite dich, aber nur, weil du meine Freundin bist. Ja. Oh, vielen Dank, aber freu dich nicht so sehr. Weißt du, wieso ich dich begleite? Weil ich sicher gehen will, dass das alles aufhört. In dem Brief habe ich versucht, dir alles zu erklären. Ihr habt eine Beziehung und verheimlicht sie von mir? Ich wollte es dir schon so oft sagen, Bilou. Aber? Es ging nicht. Aber warum nicht? Ich bin deine beste Freundin und du redest nicht mit mir? Es tut mir leid. Hör zu, ich wollte es dir ja sagen, aber... Aber was, Fran? Es gab nie den richtigen Moment.
Ich wusste nicht, wie du es aufnehmen würdest. Du hattest dich gerade von Diego getrennt und du warst so unglücklich. Verzeih mir. Warte. Du glaubst ernsthaft, dass es mich stört? Deine Beziehung mit Diego? Was mir wirklich wehtut, ist, dass du kein Vertrauen mehr zu mir hast. Dass du es mir nicht erzählt hast. Ich bin deine beste Freundin, dachte ich zumindest. Du bist meine beste Freundin. Um nichts auf der Welt wollte ich dich verletzen. Verzeih mir bitte. Du bist das Wichtigste auf der Welt für mich. Seit Tagen denke ich darüber nach, wie ich dir sage, dass ich mit Diego zusammen bin. Francesca, kannst du versuchen, mich zu verstehen? Es enttäuscht mich, dass du glaubst, ich würde es dir nicht gönnen, dass du glücklich bist. Dass du denkst, ich könnte so egoistisch sein. Ich war fest davon überzeugt, du würdest mich kennen. Offensichtlich habe ich mich geirrt. Wisst ihr was? Ich war einfach nur dumm. Sie hat recht. Francesca, ich fühle mich auch schlecht, aber wer konnte denn ahnen, dass das passiert? Bitte weine nicht, das renkt sich wieder ein. Sie hat recht. Ich habe ihr einfach nicht vertraut. Nein. Ich habe meine beste Freundin verloren. Sag das nicht. Ich habe deinen Brief gelesen. Verzeih mir, Fran. Ich habe mich zurückgezogen und wollte dir nicht zuhören. Es soll nie wieder etwas zwischen uns stehen. Freundinnen für immer. Ganz ehrlich, ich habe nichts zu sagen. Ich habe deinen Brief gelesen und verstanden, was du mir die ganze Zeit sagen wolltest. Und ich weiß, warum du das getan hast. Du wolltest mich schützen. Du hast mir so gefehlt. Ehrlich. So sehr. Du hast mir auch sehr gefehlt. Ich wollte es dir erzählen. Ich habe tausendmal versucht, dir die Wahrheit zu sagen, aber ich wusste nicht, ob du sauer wirst. Ich hatte Angst vor deiner Reaktion. Freundinnen für immer. Freundinnen für immer.